diese Wartezeiten bei Privatpatienten, Kassenpatienten, die gibt es immer wieder Fotos dafür, das macht auch viel von dem negativen Image der ganzen Diskussion danach aus. Die sagen, die Kassen und KVs sollen das unter sich regeln, wie das sanktioniert werden kann. Glauben Sie wirklich, dass der Hauptmann, der dann auch wieder von seinem Vertreter versammelt sein muss, und sich wieder wählen zu lassen, dass er die Kraft hat überhaupt, um das hinzubekommen, macht sich wieder der Minister doch ein bisschen schneller auf den schlanken Fuß und sagt, ich renoviere das Problem und schauen wir mal, was das wird. Aber kein schlanken Fuß, der Gesundheitsminister, das kann sich nie einen schlanken Fuß machen. Weil es gehört zur Aufgabenstamm des Gesundheitsministers, dass er für Dinge verantwortlich gemacht wird, für die er gar nicht verantwortlich ist. Beständig, ich mache das mit viel Freude. Stelle aber fest, dass es offensichtlich in einigen Regionen gelingt, gute Verträge zu machen, in denen sich Ärzte und Krankenkassen darauf einigen, zum Beispiel einen Termin beim Facharzt innerhalb von 5 Tagen zu gewährleisten und bei einem vereinbarten Termin eine Wartezeit nicht länger als 30 Minuten zu gewährleisten. In diesen Verträgen sind keine Strafaktionen vorgesehen, habe ich auch nie geplant, sind auch keine Sanktionen vorgesehen, sondern sind übrigens zusätzliche Vergütungen vorgesehen. Das heißt, es gibt Regionen, in Schleswig-Holstein gab es gerade diesen Vertrag der Kassenärztlichen Vereinigung, dort hat es einen Add-on-Vertrag mit, ich glaube nicht allen gesetzlichen Krankenkassenverbänden, aber mit einigen Krankenkassenverbänden, ich glaube die Ersatzkassen und Betriebskrankenkassen, ich müsste es nachgucken. Aber es zeigt, dass so etwas gelingen kann. Und das, glaube ich, ist ein richtiger Weg. Ich habe das nicht, das war von Herrn Lauterbach, meinem Kollegen mit der Fliege, in die Diskussion gebracht worden, der hervorsah, dass in der Tat das dokumentiert werden soll und wenn es zu lange Wartezeiten gibt, dass dann Strafen von 25.000 Euro für den niedrigsten Arzt vorgesehen sind, also ein Golf, Wertschätzung eines Golfs. Und dann habe ich gefragt, wie will er das denn kontrollieren? Dann sagt er, ja, dann müsste es in einer Behörde dann diese Wartezeiten-Dokumentation jeden Monat kontrolliert werden. Das ist nicht mein Ansinnen. Sondern ich will, dass die Krankenkassen, und ich bin es leid, das Gesundheitsminister, erleben Sie immer, wie die Verantwortung zueinander geschoben wird. Und Herr Hauptmann hat ja das vermutlich, meinen Sie, angesprochen in der Studie einer Kassenart in Deutschland, die das Thema sehr stark wieder in die Öffentlichkeit getragen hat, die dann die Verantwortung auf andere schieben. Ich glaube, das ist Verantwortung der Krankenkassen und der ärztlichen Organisationen, in ihren Verträgen auch zu schauen, was sind angemessene Wartezeiten, kann man es verbessern mit richtigen Anreizen, was Wartezeiten reduziert. Ich darf nur eins mal festhalten, bei aller Kritik, was man auch noch besser machen kann in Deutschland. Um die Wartezeiten, die wir haben, beneiden uns eigentlich alle anderen Länder um uns herum. Weil eins will ich noch festhalten, was den Facharzttermin angeht, wie lange das dauert und gerade der psychiatrische Behandlung, das weiß ich wirklich. Sehe da auch Probleme, wo ich glaube, ob wir noch was besser machen können. Eins gibt es nicht in Deutschland, was zum Beispiel in staatlichen Gesundheitssystemen gibt. Sie haben danach gefragt, wie viel Staat. In staatlichen Gesundheitssystemen, wie beispielsweise in Großbritannien, haben sie Wartezeiten auf lebensnotwendige Behandlung. Auf lebensnotwendige Behandlung. Das, meine Damen und Herren, gibt es in Deutschland nicht. Und das, meine Damen und Herren, will ich auch in Deutschland nie erleben. Sondern wir sorgen dafür in einem Gesundheitssystem, was auch seinen Preis hat, ja, aber was auch seine Wertschätzung hat. Mit freier Arztwahl, mit freier Krankenversicherungswahl, mit Therapiefreiheit, ja, mit Einschränkungen, mit freier Krankenhauswahl gewährleisten wir ein so leistungsfähiges Gesundheitssystem, worum uns andere Länder beneiden. Deswegen bin ich kein Anhänger davon, ein immer staatlicherseits organisiertes Gesundheitswesen zu haben, weil ich glaube, das würde in Mangelverwaltung, Wartezeiten und viel krasseren Unterschieden der Zweiklassenmedizin enden, als das, was wir in Deutschland erleben. Also geht es mir um eine Weiterentwicklung des insgesamt sehr, sehr guten deutschen Gesundheitssystems. Ja, danke schön. Aber Hauptmann, bleiben wir gerade mal bei dem Thema und der Situation hier bei uns im Saarland. Wie viele Praxen gibt es, die für alle Patienten nur noch teilweise in der Woche ganztäglich geöffnet haben und ansonsten mittags schließen und abends mit Privatpatienten zu teilen? Das ist das typische Klischee, was Sie dann hier aufbauen, muss ich jetzt offen sagen. Wir haben im Saarland etwa 5% Privatpatienten und 95% Kassenpatienten. Wenn Sie mir sagen wollen, dass die Ärzte ihre Praxen halbtags schließen und diese 5% Privatpatienten, die ja sowieso kaum zum Doktor gehen, das nebenbei, zu versorgen und die Kassenpatienten sind dadurch leidend. Also das ist ein verzerrtes Bild, das ist genau das Bild, was ich vorhin kritisiert habe, dass es von der Presse in die Öffentlichkeit ständig so gegeben wird, lanciert vom Herrn Kahnmann oder von anderen. Wartet man immer drauf.
Es ist in der Tat so, dass wir in manchen Fachgebieten Probleme haben. Ich sage auch bei allen Veranstaltungen, das ist dann auch auf mich zurückgefallen und ich kriege jede Menge Telefonate von verzweifelten Patienten, die dann anrufen, bei mir in der Kassenärztlichen Vereinigung, und ich sehe so einige Kollegen, die ich dann anrufe und sage, kannst du bitte noch dem und dem einen Termin geben, der muss erstmal runterkommen. Also wir vermitteln das, es ist Saarland klein überschaubar und ich habe noch jeden Patienten, der angerufen hat, irgendwo untergebracht. Und ich kenne das auch von unseren Hausärzten her, in den Besprechungen immer wieder, die sagen, wenn ich jemanden wirklich irgendwo unterbringen muss, dann rufe ich den Kollegen an und dann wird das geregelt. Wir dürfen ja eins nicht vergessen, jetzt auch keine Patientenschäden, dass sie mir wieder unterstellt wird. Aber es kann nicht sein, wie mir Kardiologen berichten, dass Patienten bei 5 verschiedenen Kardiologen Termine vereinbaren, den frühesten wahrnehmen und den anderen wegfallen lassen, die anderen 4. Ja, das gibt es, das kann nicht sein. Das heißt, auch dort müssen wir uns wehren. Wir können nicht einfach die Praxen öffnen und sagen, stolpert mal alle. Das würden die Krankenkassen gar nicht aushalten. Deswegen auch die Idee, man lässt dem Patienten dann einfach die freie Wahl und wenn er keinen Fahrtermin kriegt, der geht einfach ins Krankenhaus. Also eine gewisse Rationierung wird in unseren Anmeldungen und Selektionen an den Anmeldungen vom Personal schon gemacht. Die sitzen in der Zwickmühle, wenn jemand anderes sagen müssen, versuchen zu entscheiden, ist das nun wirklich dringend oder ist es nicht ganz so dringend. Das ist sehr, sehr schwierig. Ja. Aber wie gesagt, ich verkünde im Saal immer wieder, wenn die Diskussion kommt, wenn was ist, ruft bei der KV an, die landen dann in der letzten Zeit wirklich auch alle bei mir und dann rufe ich und sorge, dass die Leute in die Versorgung kommen. Aber das kann natürlich keine Lösung auf Dauer sein, das gebe ich zu. Vielleicht ein Satz zu finden, aus Ihrer Mitteilung zu tun, dass die Kassenpatienten der Meinung sind, sie kommen nicht zu der Klinik zu ihrem Arzt. Also so häufig erlebe ich das Problem in der Praxis eigentlich nicht. Es gibt natürlich diese Fälle, aber Herr Minister, wenn Sie sagen, es gibt intelligente Kassen, die Hausarztverträge machen und die dafür Geld bezahlen, dass dann die Patienten innerhalb von kürzester Zeit einen Termin kriegen und auch keine längere Wartezeit haben, stellt sich für mich rein mathematisch die Frage, wenn das gesamte System das macht, funktioniert das dann auch noch? Oder ich könnte die Frage anders stellen. Wir reden schon seit Jahren, seit Jahrzehnten über zu lange Wartezeiten. Wenn die ja nicht irgendwo hergekommen wären, irgendwann an irgendeinem Tag, dann würde man heute auf jeden Arztbesuch ungefähr 8 Jahre warten. 8 Jahre haben wir nicht gegriffen, gebe ich zu, es können auch nur 2 sein. Also das heißt, das ist doch eigentlich dann eine Frage von Praxisorganisation. Denn wenn 95% der Versicherten sind, sind dann der KV, kann ich auch mal sagen. So, alle Kassen den Vertrag schließen, dann sind 95% der Versicherten, haben dann die Zusage einer maximal 30-minütigen Wartezeit und eines schnellen Arzttermins. Dann frage ich mich, warum bleibt das nicht heute schon? Vielleicht ganz kurz zu schön lernen, aber dann könnten wir nochmal einen Anfang machen. Wir machen da mal so einen Vertrag. Ich muss dazu sagen, aber das ist dann im Saarland die Spezialität. Im Saarland gibt es keinen Hausarztvertrag. Da werden wir uns auch noch darüber unterhalten müssen, aber der erste hat natürlich einen Wettbewerbsvorteil. Das ist zur Frage des Wettbewerbs im Saarland. Aber wenn alle in Köpfe einziehen, sind sie ja auch wieder gleich. Ja, ich schaue es einfach mal in den Saal. Gibt es denn Fragen aus dem Publikum? Ich hatte ja angeregt, dass Sie sich melden können. Dann fangen wir hier vorne an und gehen dann vielleicht 2, 3 Fragen durch und sammeln die und machen dann die Beantwortung. Ja, ich wollte nochmal auf den Nachwuchsmangel kommen. Herr Wagen, das ist meiner Erkenntnis nicht vorgesehen in Bezug auf den Hospitalismus. Würde es nicht mal Sinn machen, dass man vielleicht Medizinstudenten hätte, die sich auch berufen fühlen, die gleich ein 2,5er Abitur haben, nicht unbedingt Leute, die ein 1,0 haben und dann auch in der Industrie enden oder sonst wo oder abbrechen. Ich denke, da können wir auch nochmal von der Attraktivität her mit den Menschen gewinnen, die dann auch letztendlich das in die Medizin geben. Können Sie sich vorstellen, dass man da was vorlegen kann? So, wenn 2, 3 Fragen sind, dann noch eine Frage an den Bundesminister, ja, bitte schön. Ja, Herr Bundesminister, kann man nicht verstehen. Ich habe Ihnen sehr aufmerksam zugehört, eben als Sie gesagt haben, es gibt noch Bereiche im Versorgungsgesetz, wo noch gewisser Änderungsbedarf besteht.
als Präsident der Therapeutenkammer hier im Saarland können Sie sich vorstellen, welchen Bedarf ich meine. Wir sprechen den ganzen Abend über die ärztliche, ambulante ärztliche Versorgung. Und natürlich sind die Vertragspsychotherapeuten eigentlich damit auch gemeint. Aber im Gesetz machen wir uns noch große Sorge, dass die Situation, die psychotherapeutische Versorgungssituation, zu wenig berücksichtigt wird. Also wenn wir uns hier mal den Kreis in Merzig-Wahlen anschauen, haben wir eben 130% Versorgungsdichte und es sind insgesamt 12 Psychotherapeuten. Damit meine ich jetzt auch natürlich die ärztlichen und die psychologischen sowie die Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten niedergelassen. Das heißt für 100.000 Einwohner 12 Psychotherapeuten. Und in Saarbrücken haben wir eine Versorgungsdichte von 119%, also 19% Überversorgung, und dort sind es knapp 50 Psychotherapeuten auf 100.000 Einwohner. Wir haben überall Wartezeiten zwischen 3 und 6 Monaten auf einen Platz. Das ist eine Situation, die gibt es im Bereich der Somatik überhaupt nicht. Und ich glaube auch, dass wir dies nicht mit Landesausschüssen oder Sonderbedarfszulassungen alleine lösen können. Eben wurde erwähnt, dass die Bedarfsnormen, Sie haben es selbst erwähnt, im ärztlichen Bereich auf den Zahlen von 1990 fußt. Bei den Psychotherapeuten ist es kurz nach der Verabschiedung des Gesetzes 1999 gewesen. Also es wurde gerechnet, was war denn damals kurz nach der Schaffung des neuen Heilberufs überhaupt vorhanden. Und die Bedarfsplanung richtet sich bis heute nach diesen Zahlen. Wir wissen, Herr Rutz, Sie können es bestätigen, wir wissen alle, wie die Versorgung psychisch Kranker aussieht. Wir wissen, wie die Morbidität gestiegen ist. Wir kennen die AU-Zeiten allein aufgrund von psychischer Erkrankung. Wir kennen die Anzahl der Frühberentung. Es gibt in keinem somatischen Bereich einen derartigen Anstieg. Wir machen uns große Sorgen und ich hätte gerne von Ihnen Antworten, hoffnungsvoll habe ich gehört, da gibt es noch Anpassungsbedarf, den Sie sehen, wie das geschehen soll. Also zunächst die erste Frage zum Numerus Clausus. Ob ich mir das vorstellen könnte, dass wir da was ändern? Ja. Aber es ist mal wieder ein Beispiel, wofür wird der Bundesgesundheitsminister verantwortlich gemacht, nämlich für Dinge, die er nicht beeinflussen kann. Und leider ist, oder was heißt leider, ich werde das zu Gast im Saarland, damit auch in einem von der FDP mitregierten Land, aber es ist so, er weiß, weil er nickt schon heftig mit dem Kopf, die Frage des Numerus Clausus des Zugangs zu Medizinstudien regelt nicht das Bundesgesundheitsministerium, sondern Sache der Länder. Dafür sind zuständig die Wissenschaftsminister. Ich rege immer wieder an und habe mir damit schon die Finger verbrannt, weil ich immer wieder den Wissenschaftsministern, übrigens auch Frau Schawan, ich setze jetzt mal auf die Tagesordnung, sage, macht euch mal Gedanken, ob der Numerus Clausus der richtige Zugang fürs Medizinstudium ist. Warum? Bei mir in Münster ist die Hälfte aller Medizinstudierenden sind welche mit 1,0 Abitur. Ich weiß nicht, ich gucke mal in die Gesichter der vielen Ärzte, ich habe ja voller Bewunderung für ihren Beruf und diesen Zugang mit 1,0 Abitur, in meinem Jahrgang gab es gar keinen mit 1,0 Abitur. Also wahrscheinlich hat sich das auch geändert, weiß ich nicht. Nur ich bin mir nicht sicher, ob es klug ist, nur die Jahrgangsbesten auszuwählen, die sich überlegen, ob sie Chemie, Jura, BWL studieren, um nachher für Hausärzte in der Fläche, für Fachärzte, für Krankenhausärzte, dann sozusagen nur die Jahresbesten heranzuziehen. Dann wundern wir uns, warum die eigentlich nach Jobs neuen Ballungsraum suchen oder in der Forschung. Deswegen finde ich es richtig, wie es einige Länder machen. Die machen zusätzliche Stipendienprogramme und werden dabei andere Kriterien. Beispielsweise verpflichte ich mich auf 5 Jahre, also hat Sachsen so ein Programm, in der Fläche tätig zu sein oder habe ich schon eine Ausbildung als Krankenpfleger oder anderes mehr. Also habe ich etwas, was zusätzlich dabei berücksichtigt wird. Ich kann das nicht in dem Gesetz regeln, weil das ist nicht Bundeszuständigkeit, das machen die Länder und sind dafür zuständig. Ich bin aber immer wieder in Diskussion und wir werden auch demnächst eine Runde machen mit den Länderministern, um auch noch ein Gespräch zu führen, wie wir dort etwas tun können. Wir werden aus meiner Sicht auch nicht herumkommen, die Kapazitäten, sprich die Anzahl der Medizinstudienplätze auszuweiten. Wir werden mehr Bedarf haben. Eine Bevölkerung, die altert,
bringt es mit sich, dass sie mehr Nachfrage nach Gesundheitsleistung hat. Mehr ältere Menschen bedeuten mehr Menschen, die aufs Gesundheitswesen angewiesen sind. Und wenn wir gleichzeitig diesen Wandel haben, den ich eben beschrieben habe, nämlich mehr Medizinerinnen und Mediziner, die künftig wahrscheinlich auch nur in Teilzeit tätig sind, beziehungsweise in der geregelten Arbeitszeit geregelten Einkommen suchen, ja, dann haben wir auch an der Kopfzahl einen höheren Bedarf. Und es ist ja nicht so, dass wir im Moment suchen, welche die Medizin studieren wollen, sondern wir haben immer noch mehr Leute, die Medizin studieren wollen, als es Plätze gibt. Deswegen kommt der Erinnerungsklausel überhaupt erst zu tragen. Also sage ich auch, sucht nach anderen Kriterien, damit wir auch hier anderen die Möglichkeit geben, Medizin studieren zu können. Ist aber nicht, leider nicht Zuständigkeit, wir versuchen aber Druck auszuüben, dass auch solche Wege gesucht werden. Psychotherapeuten, ja, wir sind ja noch mitten in den Beratungen, das Gesetz ist ja nicht abgeschlossen, sondern ist gerade sozusagen, Herr Lotter als Mitglied des Gesundheitsausschusses weiß das, der bereitet sich nämlich schon intensiv Tag und Nacht auf die Anhörung vor, um die richtigen Fragen an die Experten zu stellen. In der Tat gibt es da noch Beratungsbedarf, auch bei dem Thema spezialfachärztliche Versorgung haben wir uns bewusst vorgenommen, den schauen wir uns noch in Anhörung an. Und auch im Bereich der psychotherapeutischen Versorgung wissen wir, gibt es dort Anregungen, das wird noch beraten, da werden wir auch schauen. Die große Sorge der Psychotherapeuten in einem Bereich, das haben Sie in Teilen angesprochen, will ich aber auch was zu sagen, teile ich nicht. Und das ist die Sorge, dass, wir haben ja eine Regelung vorgesehen, dass Herr Dr. Hauptmann demnächst in sogenannten überversorgten Gebieten auch Praxissitze, wenn sie frei werden, aufkaufen kann. Und da ist die Sorge der Psychotherapeuten, dass besonders sie betrifft. Die teile ich nicht, weil sie das im Zusammenhang mit der neuen Bedarfsplanung denken muss. Die neue Bedarfsplanung gibt Ihnen ja mit Ihrer Berufsgruppe erstmals die Gelegenheit, nicht auf einer auf bei Ihnen Ende der 90er Jahre aufbauenden Situation als Bedarfsplanung festgeschrieben, solche Zahlen von 200% oder mehr zu haben, sondern jetzt wirklich mal zu schauen, wo ist denn unser Bedarf, wo ist denn unsere Situation. Insofern glaube ich, gibt das Gesetz auch dem Psychotherapeuten schon in der heutigen Form die Gelegenheit, den Bedarf wirklich genauer hinzuschauen und auch zu betrachten und damit mehr Möglichkeiten zu geben, auch zu sehen, wo haben wir Bedarf. Dass Sie aber ein gesellschaftliches Phänomen ansprechen, was mich auch umtreibt, nämlich die Zunahme der psychologischen Erkrankungen, enorme Wachstumszahlen, enorme Belastung heute einer der Hauptgründe, ich weiß nicht, ob Sie es gesagt haben, aber sonst sage ich es, für Frühverrentung, für den Ausstieg aus dem Berufsleben, Depressionen, enorme Zunahme, spricht dann von Depressionen als neue Volkskrankheit. Auch das ist etwas, das werden wir mit dem Versorgungsstrukturgesetz nicht alleine lösen können. Ich will Ihnen damit nur signalisieren, das ist bei uns auf der Agenda. Deswegen tun wir auch einen Teil dafür, dazu tragen wir einen Teil dazu bei im Versorgungsstrukturgesetz. Ein weiterer Schwerpunkt wird auch das Thema Prävention sein, betriebliche Gesundheitsförderung, damit haben wir begonnen. Auch um hier mit Betrieben und Arbeitgebern gemeinsam daran zu arbeiten, dieses wachsende Problem auch anzugehen, ich will es mal so zu formulieren, Sie sehen, also ist nicht mit diesem Gesetz abgeschlossen, sondern wird auch in anderen Bereichen angegangen. Also, wie gesagt, psychotherapeutische Versorgung, hier noch mitten in den Beratungen, Anregungen, die auch Ihre Standesorganisation einbringt, werden noch angeschaut, angehört und dann von den Abgeordneten, das ist jetzt nicht mehr mein Gesetz, sondern das entscheiden die Abgeordneten alleine darüber, werden von den Abgeordneten dann in den Anhörungen, in den Beratungen des Gesundheitsausschusses dann gesichtet. Möglicherweise zu Änderungsanträgen kann das führen. Zu den Psychotherapeuten wollte ich gleich noch das war, da hatten wir ja vor kurzem auch eine Diskussion in den Medien, da ist das relativ leicht diskutiert. Aber vielleicht erst nochmal Karl-Heinz Hitscher, Geschäftsführer des Städtischen Klinikums, Ärzte mangeln. Sie haben gesagt, Sie wollen nicht nach Kuba, aber haben halt auch ihre Probleme, um die Leute halt selber hinzubekommen. Osteuropa, Österreich, Ungarn, da gibt es auch immer mehr, die dann auch hier im Saal bei uns auftauchen. Was kann Regionen, wie wir sind, zwar Grenzregion, aber trotzdem Randgebiet auch im bundesweiten Vergleich, was können wir tun, um es da attraktiver zu machen, dass wir den Leuten, die wir brauchen in Zukunft, das auch schmackhaft machen können, ich meine, wegen hier in Südwesten niederzulassen und nicht irgendwo in Mainz oder in der Nähe eines anderen Ballungszentrums. Ja, wir haben noch ganz kurz klarstellen, das Thema. Dr. Hauptmann hat es gerade angesprochen, das Thema medizinisches Versorgungszentrum. Das wird am Städtischen Klinikum in Neunkirchen seit 2005 übrigens erfolgreich betrieben. Der Vorteil, der mir entgegengebracht wird,
ist tatsächlich die Einschätzung und Bewertung der Patienten, die von kurzen Terminen, von kurzen Wegen und von Zweifel, wenn es notwendig ist, auch von einer interdisziplinären Betrachtung des Falles ausgehen. Also die Erfahrungen, die wir über unsere Patienten zurückbekommen, sind eigentlich sehr, sehr positiv. Ich war also etwas überrascht, Herr Minister, als Sie nicht nur den finanziellen Part in den Vordergrund stellten, sondern auch deutlich gemacht haben, dass die Frage von Vertretungsregelungen, von Freizeit, die Frage insbesondere natürlich von Dokumentationsverpflichtungen in diesem Konzept bereits eine deutliche Rolle spielen. Alles andere wäre, gestatten Sie mir das, auch etwas zu kurz gesprungen. Ja, ich denke, dass das tatsächlich von absoluter Bedeutung ist, allerdings nicht nur für den niedergelassenen Bereich, sondern auch für den stationären Bereich. Wenn ich sehe, dass unsere Ärzte in Teilen einen Dokumentationsaufwand von ca. 30% ihrer täglichen Arbeitszeit haben, dann ist das natürlich auch etwas, was in einem gewissen Rahmen die Wahl des ärztlichen Berufes etwas abschreckt, weil an der Stelle sagt sich jeder, ich bin eigentlich Mediziner geworden oder ich möchte Patienten behandeln, ich möchte kaum Dokumentation machen. Auch da arbeiten die Kliniken natürlich an entsprechenden Lösungen über Dokumentationsassistenten. Unser Ziel ist es, den Arzt stärker an den Patienten zu bringen, denn das ist eigentlich das ganz Entscheidende an dieser Frage. Auch das ist eine Frage von Qualität und Zufriedenheit. Ich sehe die zwingende Notwendigkeit. Ich bin vorhin kurz darauf eingegangen, dass Medizinerausbildung im Saarland zwingend notwendig ist, unabhängig von der Frage, ob wir einen höheren Anteil ausbilden, als wir für das Saarland benötigen. Auch das kann ich an einem Beispiel aufzeigen. Das Städtische Klinikum Neunkirchen betreibt eine Krankenpflegeschule mit 60 Ausbildungsplätzen. Ich habe in diesem Jahr von dem Kurs, der mit 20 Auszubildenden abgeschlossen hat, examinierte, ich sage immer noch Krankenschwester, nicht Gesundheitspfleger, wie das da so ganz offiziell heißt, von diesen 20 habe ich 4 übernommen. Alle anderen 16 waren noch vor Abschluss der Ausbildung aufgesogen vom Markt. Der Markt ist entsprechend da. Das ist ein absolut gesicherter Beruf. Der Bedarf wird in dem Haus auch für den ambulanten Bereich, auch für den niedergelassenen Bereich in entsprechenden Phasen. Und ähnlich, meine Damen und Herren, nämlich die Situation der Ausbildung im ärztlichen Bereich natürlich auch sehen. Also Attraktivität des Berufes. Gestatten Sie mir, wenn ich sage, kein Magik machen mit bestimmten Themen, wie zum Beispiel Dokumentation, eine Entlastung in diesen Bereichen, eine Erhöhung der Attraktivität des Berufes. Ich glaube, wir haben im ärztlichen Bereich ca. 100 Arbeitszeitmodelle. Das heißt also, die Ärztin oder aber der Arzt kann eigentlich zu uns kommen. Und meine Damen und Herren, es gibt eigentlich keine Zeit, die wir nicht in irgendeiner Form in unser Zeiterfassungssystem einbauen können, um uns diese qualitativ hochwertige Leistung entsprechend sichern zu können. Das sind die unterschiedlichsten Modelle, also Unterstützung im Bereich Dokumentation, Entlastung von Tätigkeiten, für die ich nicht unbedingt den hochqualifizierten Arzt haben muss, wie zum Beispiel das Abnehmen von Blut. Das kann im Prinzip auch eine qualifizierte Arzthelferin übernehmen und dann natürlich die weitergehende Entlastung. Ich denke, das spielt eine ganz große Rolle auch in der Personalfindung. Wenn der leitende Arzt darüber bereits so klar und so deutlich reden kann, dann ist die Bereitschaft des Arztes, zu uns zu kommen, natürlich entsprechend höher, als wenn ich dem sagen würde, du hast 30% deiner Tätigkeit zu dokumentieren. Sind nicht so viele Reklame, sonst gehen meine Kinder, wenn das in der Fall ist, und das kann. Ich würde gerne mal dazu sagen, wenn mich das auch beschäftigt. Ich habe mal eine Bankausbildung gemacht und in jedem Beruf müssen Sie dokumentieren.
das ist, glaube ich, auch nicht das Grundproblem, weil eine Dokumentation ein Arbeitsmedium sein soll. Nur dann, wenn die Dokumentation nicht mehr als Arbeitsmedium, sprich zur Erleichterung eigentlich oder zur Begleitung mindestens wahrgenommen wird, sondern als Rechtfertigung, als Selbstzweck, dann ist das Problem, wenn man demotiviert ist. Und mein Eindruck ist, dass das im Gesundheitswesen in der Tat über Jahre übertrieben wurde. Jetzt sage ich Ihnen aber Folgendes, weil es ist unglaublich schwer, Bürokratie wieder rückgängig zu machen. Das heißt nicht, dass ich das nicht mit Mühe, sondern ich will Ihnen doch sagen, jede Regelung hat ja auch ihren Sinn und Zweck gehabt. Und wenn Sie viele Regelungen, es kommt eigentlich aus dem Bundesgesundheitsministerium, sondern häufig auch der Selbstverwaltung, damit ich verantwortlich abschieben, aber es wollen wir sagen, woher es kommt. So, jetzt will ich Ihnen zwei Beispiele dafür nennen und am Ende sagen, wo wir ansetzen, um hoffentlich auch ein Stück weiterzukommen. Ich habe ja schon gesagt, Personenstrukturgesetz, ich glaube 30 Regelungen im SGB-5 haben wir jetzt in der Liste, die alle ersatzlos gestrichen werden. Jetzt über Änderungsanträge, die Fraktionen letzte Woche, glaube ich, vereinbart haben, müssen 30 Regelungen im SGB-5 sein. Wir sehen beispielsweise auch nicht den Zwang zu diesen Ambulanten-Kollegen-Richtlinien vor. Ist ja auch schon etwas. So, jetzt will ich aber ein Beispiel nennen. Herr Rösler, mein Vorgänger. Ah ja, Mediziner, gelernter Mediziner. Wir hatten eine schöne Geschichte auf dem Krankenhaustag, glaube ich, war es sogar gesagt. Er sagte, er wollte Mediziner werden und hat im Krankenhaus den Eindruck gehabt, er müsste sich mehr mit Qualitätssicherungsbehörden beschäftigen, denn mit den Patienten. Und dann hat er sich entschlossen, dann kann er lieber gleich in die Politik gehen und sich mit Bürokratie beschäftigen, als im Krankenhaus zu bleiben. Gemeinhin würde man jetzt denken, mit dieser anwesenden Medienvertreter ausgenommen, dass die Überschrift am nächsten Tag in den Zeitungen ist, wow, ein Gesundheitsminister will bei der Überbürokratisierung angehen. Stattdessen waren die Überschriften in den Zeitungen, also Rundfunk habe ich jetzt nicht nachgeguckt und nachgehört, waren die Überschriften in den Zeitungen, Rösler will Qualität in der Medizin abbauen. Rösler will Qualitätsanforderungen der Medizin senken. Rösler, wir brauchen weniger Qualität. Zweite Geschichte. Sie haben gerade Mainz angesprochen. Sie erinnern sich vielleicht noch, vor etwa anderthalb Jahren war es, die zwei schrecklichen Fälle in Mainz an der Uniklinik waren es, Säuglinge, die da verstorben sind. Da waren sofort Medienvertreter. Ich will nicht die Verantwortung Medizin, ich will nur den Prozess darstellen, weshalb es schwer ist, etwas in Frage zu stellen. Und die haben alle Politiker gebracht, in den Nachrichten, die einen konkreten Vorschlag haben, ohne dass wir wussten, woran es lag. Da gab es wieder den Kollegen mit der Fliege, der sofort forderte eine neue Kontrollinstanz. Neue Gesetze, neue Verordnung, neue Behörden. Ich war damals Staatssekretär, ich habe auch Interviews gegeben, die werden mich in den Berichten nicht gesehen haben. Weil ich gesagt habe, lasst uns prüfen, woran es war, so schrecklich das ist. Aber hier muss Politik sich auch selbst beschneiden und nicht sofort über nach einem neuen Gesetz folgen. Die Mechanismen der Bevölkerung sind sehr schnell erreichbar, ihr müsst dagegen etwas tun. Was meinen Sie, wie viel ich das bei Ihnen alles hatte, was wir alles Neues brauchen? Und wir haben uns bewusst die Zeit genommen, dass wir gesagt haben, lasst uns das die Zeit nehmen. Herr Weißweiler, Herr Zusammenberg gesessen, Gesundheitsministerkonferenz, haben gesagt, wenn es abgeschlossen ist, in Ruhe schauen wir uns an, was müssen wir daraus lernen. Wir haben festgestellt, die Meldefristen sind zu lang, wir müssen schneller uns ein Bild machen, das ändern wir jetzt gerade in einem anstehenden Gesetzgebungsverfahren. Also in Ruhe betrachten, damit sind Sie nicht der Politiker, der in den Schlagzeilen ist und sofort das eins einfordert. Aber vielleicht der da besonders angeht. Und das in Frage stellt von heutigen Regelungen ist doch schwer. Merke ich übrigens auch, ich weiß nicht, Herr Weißweiler wird das besser gehen, wahrscheinlich mit so guten Mitarbeitern wie Patrick Mauer und anderen. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich dann so aus einer Fahrt schon nach Hause komme, also nicht nach Hause, jetzt schon ins Ministerium, also jetzt muss man ins Ministerium kommen. Und dann habe ich wieder eine andere aus der Veranstaltung bekommen, wo wir gesagt haben, die Regelung brauchen wir die eigentlich. So, dann frage ich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ministerium, können wir die nicht abschaffen? Dann kommt wieder das Wissen an den Verwaltung, ja, aber die hat ja mal ihren Grund und das ist darunter sinnvoll. Dann kommen die Vertreter der Organisation und sagen, ist ja auch sinnvoll, wenn sie das in Frage stellen, dann haben wir weniger Kontrolle und anderes mehr. Deswegen haben wir jetzt, Herr Hinscher, sagen Sie das Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Krankenhaus, deswegen haben wir jetzt für den Bereich Pflege extra eine Ombudsfrau eingerichtet im Ministerium, eine Ansprechpartnerin, die aus der Praxis kommt. Und auf der Internetseite des Bundesgesundheitsministeriums finden, können Sie Ihre Vorschläge, wo eine Bürokratie, wo eine Regelung der Dokumentation nicht begründet ist, wo sie überflüssig ist, wo sie belastet, wo Sie ganz konkret vorschlagen können, diese Regelung brauchen wir nicht mehr, die können wir abschaffen, das können wir entlasten.
Wir brauchen diese Anregung aus der Praxis, um die dann in ein Gesetzgebung zu fahren und in die konkrete Praxis einbringen. Also sagen Sie Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Krankenhaus, wenn Sie dort konkrete Ideen aus der Praxis haben, schicken Sie die E-Mail, melden Sie sich dort, damit wir es nehmen können und dann in das Verfahren einbringen können. Ich will die Hoffnung noch nicht aufgeben. Wir brauchen Gesundheitswesen-Dokumentation, wir brauchen auch Regelungen der Qualitätssicherung, aber wir müssen uns selbst beschneiden, wir müssen uns den Ehrgeiz nehmen, das immer wieder in Frage zu stellen. Und wenn es da solche Anregungen gibt, bin ich der Erste, der sein ganzes Engagement da reinsteckt, das in Frage zu stellen. Bevor wir jetzt bei den Themen hin und her springen, bleiben wir vielleicht dabei. Die Psychotherapeuten sind nicht vergessen und Herr Hauptmann wird auch dazu mehr noch sicher was sagen. Der Herr Weißmann hat sich zu Wort gemeldet und hier noch eine Frage. Ja, leider bin ich zu spät gekommen. Ich habe der politische Moment nicht Konkurrenz, sondern die Mitstreiter der Wirtschaftsrat in Saarland und habe zum Thema Staatsmedizin versus Gesundheitswirtschaft gesprochen und eine Botschaft, die nahtlos anschließt an das, was jetzt gerade zuletzt erörtert worden ist in der Runde. Ein wesentlicher oder der Grund, warum auch in der nächsten Bundestagswahl es nicht zu Rot-Grün kommen darf, meine Damen und Herren, sind die begonnenen Ansätze, das Thema Gesundheitswirtschaft auf vernünftige, wettbewerbliche, zukunftsfähige Füße zu stellen. Und es wäre fatal, wenn wir wieder das Thema Staatsmedizin an oder Spinn kommen. Also ein wichtiger Punkt, hier weiterzumachen und dann auch entsprechend nächstes Mal zu stärken. Das als Botschaft, klares Statement auch da vom Wirtschaftsrat. Oder was da dabei ist, Verdauungsstrukturgesetz, das ist wirklich auch ein Thema. Bitte die Ansätze zur, und da war es, die kennen meine Bedingung, die guten und richtigen und vernünftigen Ansätze für die Stärkung der regionalen Verantwortung im Gesundheitswesen. Bitte nicht verkleinern, sondern gucken, dass wir wirklich hier ab 2012 dann die Chance haben, Frau und ich haben vor ein paar Tagen nochmal zusammengesetzt, das Thema sektorübergreifende Planung wirklich aus einem Plus regional verantwortlich zu machen. Und ich habe mir zum Ziel gesetzt, wenn das Gesetz dann so durchkommt, dass wir in der Gesundheitsministerkonferenz für den nächsten Jahres berichten können, wir haben das Landesregierung eingesetzt, nicht eine neue Bürokratie geschaffen, sondern wirklich ein Instrument eingerichtet, was die gesundheitliche Versorgung in puncto Verzahnung von stationär und ambulant weiterbringt. Und eine klare Botschaft auch nochmal aus der Diskussion heute Abend. Irgendwann müssen wir hinkommen, dass wir das erweitern um das Thema Reha. Es sind zurzeit unterschiedliche Finanzierungsquellen in Deutschland, in Frankreich ist es aus einem Bus Reha stationär und ambulant. Da haben wir hier in Deutschland einen Bereich ausgeklammert, der noch nicht dieser Logik entspricht. Dritte abschließende Anmerkung, bitte keine Schnellschüsse machen im Thema spezialärztliche Versorgung. Der Grundsatz, wer will, der kann, ist nicht ausreichend. Ich einfach noch mal unser Gespräch auf, wer will, der kann. Aber muss dann auch selbst, wir arbeiten leisten, und genau das wird natürlich im Krankenhaus ab und zu nicht gemacht. Da ist der Spezialarzt theoretisch dafür vorgesehen, schickt heute den Assistenzarzt. Wir gehen als Ländersicht so weit, dass wir sagen, auch in diesem Bereich ist eine vernünftige und bürokratische Bedarfsplanung notwendig. Und wenn wir das dann wirklich in ein zusätzliches Gesetz 2012 reinbringen, wäre das auch kein Problem. Jedenfalls sind Sie auf einem ausgesprochen guten Weg mit den vielen Instrumenten, die Sie wahrscheinlich schon beschrieben haben. Wird von der CDU, zumindest hier vom Wirtschaftsrat der CDU, sagen, genauso gesehen. Dankeschön. Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Betschaller, ich bin Hausarzt hier im Saarland. Ich spreche auch für den Medizinischen Hausärzteverband. Es ist wirklich erfreulich zu sehen, dass jetzt so langsam irgendwas in die Gänge kommen soll, zum Beispiel die Altersstruktur der Hausärzte und auch der niedergelassenen Ärzte im Land, die Altersstruktur der Patienten hier im Land
ist ja nun mal schon seit einigen Jahrzehnten bekannt. Jetzt soll wirklich dann was passieren. Jetzt, wo wir gemerkt haben, dass es einen Ärztemangel gibt, gehen wir mal von 10 Jahren voraussehen können. Wie gesagt, die alte Struktur ist bekannt, keiner hat die Zahlen gelesen. Wir haben ein großes Problem, dass wir seit 20 Jahren im Land versucht haben, einen Lehrstuhl für Allgemeinmedizin in unserer Universität hier zu installieren. Jetzt scheint es, da weiß man dann, da haben wir noch mal angesprochen, jetzt scheint es zu funktionieren. Dann sind irgendwie, ist da Funkstille im Moment. Ich kriege gar nicht mit, was da jetzt passieren soll. Wir finanzieren diesen Lehrstuhl ja in der niedergelassenen Ärzteschaft, Haus- wie Fachärzte über die KV zum großen Teil mit. Das heißt, wir bezahlen unseren eigenen Hof, den wir da brauchen, um später einen vernünftigen allgemeinmedizinischen Nachwuchs zu generieren. Das Problem, wir haben das hier bei uns im Land auch, und Sie wissen es, die Zahlen haben wir ja auch in der Verlängerversammlung schon mehrfach besprochen. Das Problem ist bei uns kurzfristig, nicht mittelfristig. Das heißt, in den nächsten 7 bis 10 Jahren haben wir hier im Land ein echtes großes Problem. Da können Sie so schnell nicht gegensteuern. Und wenn ich dann höre, so verschiedene Modelle, da schicken wir mal einen Doktor raus mit dem Auto oder wir stellen den Ärzte an. Entschuldigung, wo wollen Sie die herholen? Die wachsen nicht auf Bäumen hier. Und viele der Mediziner, die hier auch Staatsexamen machen, gehen, landen nicht bei uns in der Republik. Ein Großteil der Leute gehen in die Schweiz, gehen nach Österreich, gehen nach Schweden, gehen nach England und wo auch immer hin. Die landen nicht bei uns im Land, oder sie gehen erst gar nicht in die Patientenversorgung. Auch das Thema haben wir nicht besprochen. Dann, Herr Minister, haben Sie angesprochen, die Verträge mit den Krankenkassen seitens zum Beispiel der Hausärzte. Das ist ein bestehendes Bundesgesetz, § 73b, kennen Sie ja mindestens so gut wie ich. Ihr Vorgänger hat diesen 73b vor nicht allzu langer Zeit für uns Hausärzte dermaßen verschärft, dass es nahezu unmöglich ist, einen vernünftigen Vertrag noch abzuschließen. Abgesehen davon, dass die Krankenkassen gar nicht interessiert sind an einem solchen Vertrag, die Pharma mit vorweg, die sind da ganz strikt dagegen. Das sind alles Dinge, die dafür wären, die Hausärzteschaft auf eine vernünftige finanzielle Basis zu stellen. Das funktioniert nicht. Es wird einfach ein bestehendes Bundesgesetz ignoriert. Das ist Fakt. Das einzige Land, wo es funktioniert, ist Baden-Württemberg, weil der heutige Chef der größten vertretenen Kassenheit mit seiner ganzen Kraft hinter diesem Gesetz steht und das auch umsetzt. Was in der ganzen Diskussion aber noch nicht erwähnt wurde, ist ein weiterer Fußangel, die potenzielle Hausärzte zum Beispiel und auch niedergelassene Fachärzte daran hindert, sich niederzulassen. Das ist das dreulende Schwert des Regresses, was über einem niedergelassenen Arzt schwebt. Und solange da nicht vernünftig irgendwas in die Wege geleitet wird, werden wir auf Teufel komm raus keinen Nachwuchs generieren. Das wollte ich nochmal sagen. Fangen wir gleich bis zum Schluss mit dem Thema Hausärzte und Hausärztevertrag an. Herr Walfen, also, ich musste einen Punkt vorwegmachen, dann komme ich zu Hausärzte wieder dreimal zurück. Die Zahl der Medizinstudienabsolventen ist nicht rückläufig, sondern sogar leicht zunehmend. Wir hatten die Statistik gerade nochmal angeschaut, wir hatten im Jahr 2006 8.700. Haben im Jahr 2009 über 10.000 Absolventen gehabt. Das heißt, die Zahl an Medizinstudienabsolventen ist nicht rückläufig. Was rückläufig ist, ist die Zahl derer, die nach dem Medizinstudium auch als Arzt später tätig werden in der Versorgung. Da ist nicht unser Problem das Ausland. Da
Das sind die Geschichten, die immer sehr spektakulär sind, wenn einer mal für ein Wochenende in London praktiziert und dafür 2000 Euro bekommt. Das ist nicht unser Problem. Unser Hauptproblem sind die Mediziner, die in Deutschland in andere Berufe gehen. Verwaltung, Unternehmensberatung, pharmazeutische Industrie und anderes mehr. Geregelte Arbeitszeit, geregeltes Einkommen ist der Grund dafür. Wir haben die jungen Mediziner gefragt, warum geht ihr nicht? Ja, ich will ja damit nur signalisieren, dass ich mich auch mit den Fragen beschäftige und wir auch die Schlüsse daraus ziehen und deswegen das Versorgungsstrukturgesetz machen. Was sagen uns die jungen Mediziner, warum sie es wollen? Erstens sagen sie, wir wollen geregelte Arbeitszeit, geregeltes Einkommen, weil es besser mit der Familie zu vereinbaren ist. Und wir wollen eine leistungsgerechte Vergütung haben. Und wir wollen immer weniger Bürokratie. So, und das geht, das wird nicht von heute auf morgen komplett alles zu lösen sein. Aber das geht mir schrittweise an. Ich habe ein Beispiel schon genannt. Das machen wir auch mit der sogenannten Hausärzteförderung. Der 73b, der Paragraph 73b ist ja von uns insofern nicht abgeschafft worden, das haben wir ja nicht gesagt, sondern wir haben eine Regelung seinerzeit vorgesehen, die gleichlautend ist zu der kollektivvertraglichen Vergütung, weil der Ansatz, der da drin war, und das ist sicherlich in der Region sehr, sehr unterschiedlich gelebt und auch gedacht gewesen. Aber der Ansatz, der war, auch von einigen Politikern und Politikern, Haus- und Fachärzte gegeneinander auszuspielen und einen Spaltplatz in die Ärzteschaft zu treiben, den wollte ich nicht. Und deswegen, und auch erst recht mein Vorgänger nicht, der hat es ja federführend gemacht, hat es ja diskutiert, Herr Lotter war ja dabei, das war eine nicht leichte Entscheidung, dass man gesagt hat, im Kollektivvertrag für alle Ärzte gibt es Begrenzungen, dann kann man nicht den Hausärztevertrag von der Begrenzung ausmachen. Weiterhin sind Hausärzteverträge verpflichtend, sind auch möglich, auch mit einer besseren Vergütung möglich. Es ist lediglich die gesetzliche Vorgabe, die dort vorsieht, dass bessere Vergütung auch gerechtfertigt werden muss. Wo wird beispielsweise dort durch eine hausärztliche Versorgung Geld gespart? Die Bahn war ja eine der ersten Kassen, die bundesweit einen Hausärztevertrag hatte und sich davon viel versprochen hat. Das kann auch viel besser begründen als ich. Ich hatte den Eindruck, dann machen Sie mal, weil es ja vielleicht auch interessant ist, davon den Erfahrungen zu leben. Mein Eindruck und den Gesprächen damals mit Herrn Vöckling noch, war, dass die Hoffnungen, was man dort verbessern kann, nicht erreicht wurden. Deswegen haben wir ja nur vorgesehen, und Baden-Württemberg ist ein Beispiel, bisher die Beteiligten sagen, es gelingt. Ich finde, das muss man sich dann anschauen, wo offensichtlich weniger Arzneimittelausgaben gewährleistet werden und weniger Krankenhauseinweisungen oder anderes. Dann ist es sinnvoll. Ja, bin ja dafür, dass man alles so etwas auch macht. Zweiter oder dritter Punkt, den Sie angesprochen haben, Regress. Das heißt, dass ein Arzt in Haftung genommen wird für Arzneimittelausgaben. Die konkrete Bedrohung eines Arztes in Deutschland von einem Regress bedeutet, dass etwa 3% bundesweit, ich kenne die Sammelzahlen nicht, die kann ich auch besser darstellen, etwa 3% sind es, wenn ich im Kopf richtig habe, bundesweit, denn die ganzen Ärzte von einem Regress bedroht sind. Wir sehen vor, in dem schon diesem Gesetz des Arzneimittelmarktneuordnungsgesetzes, dass die Ärzte künftig nicht mehr verantwortlich sind für den Preis eines Arzneimittels, sondern diese Verantwortung geben wir in die Hände von Krankenkassen und Herstellern. Es war ja bisher so, dass der Hersteller selbst den Preis festlegte und die Kasse musste es bezahlen. Das ist ein Paradigmenwechsel, den wir vorziehen, und ich sage übrigens in aller Bescheidenheit, die Westfalen sind da eigentlich für ihre Bescheidenheit berühmt. Wir können ziemlich stolz darauf sein, weil seit Horst Seehofer, als der Gesundheitsminister war, haben wir in Deutschland immer mehr Geld für Arzneimittel als für die ambulante Versorgung ausgegeben. Und seit ein liberaler im Bundesgesundheitsministerium sitzt, geben wir wieder mehr Geld für die ambulante Versorgung als für Arzneimittel aus. Und ist es gelungen, dass die Ausgaben für Arzneimittel deutlich gesunken sind. Auch das ein Beitrag, Stichwort Angst, werde ich in Haft genommen für teure Arzneimittel im Anbau schon mal mit diesem Paradigmenwechsel etwas vollzogen. In dem Versorgungsstrukturgesetz auch. Wir stärken den Grundsatz Beratung vor Regress. Das heißt, ein Regress darf nicht vollzogen werden, wenn nicht vorher beraten wurde. Die Rückwirkung von Regressen wird auch beschränkt. Wir wollen auch hier noch einen weiteren Beitrag dazu leisten, dass diese Regressdrohung, die Drohung von einem Regress ist meiner Meinung nach das Problem. Nicht die konkrete Bedrohung, wenn das so ist. Deswegen müssen wir daran arbeiten. Ich glaube, wir können nie, ich sage das so deutlich, wir können nie ganz darauf verzichten, weil auch der verordnende Arzt wie der Patient müssen einen Anreiz haben, dass dort Kosten verursacht werden. Was nichts kostet, ist nichts wert. Aber es darf nicht zu einem Fehlanreiz führen oder zu einer, wie Sie sagen, Sorge, dann lasse ich mich gar nicht nieder. Oder der Angst, ich werde dann bestraft. Und deswegen müssen wir Ansätze machen, und vom Strukturgesetz auch. In Heilmitteln beispielsweise sehen wir sogar vor, dass dort ganz ausgenommen wird von dem Interesse. Da kann es eine Dauergenehmigung geben.
und anderes mehr. Also auch hier sehen wir dieses Problem und gehen es mit dem Versorgungsstrukturgesetz an. Wir brauchen aber, nennen Sie mir einen anderen Anreiz, wir brauchen einen Anreiz, dass verordneter Arzt und Patient auch sehen, dass hier Kosten verursacht werden. Das kann man aber wesentlich unbürokratischer machen, da gehen wir wesentliche Schritte an. Nicht gänzlich abschaffen, aber die Sorge bei dem Leben, Beratung vom Press stärken, Durchwirkung stärken, Informationen verbessern, die Verantwortung für neue Arzneimittel bei der Preisfindung auch nicht mehr dem Arzt zuschustern, sondern anderen. Wir schaffen jetzt die Möglichkeit, dass in einer Region in Deutschland als Modell, vielleicht setzt sich das ja durch, auch ein Medikationskatalog vorgesehen wird zwischen der Kassenärztevereinigung und der Apothekerschaft. Ich bin gespannt, welche Region es dann aber sein wird, die das ausprobieren will. Wenn sich das so durchsetzt, kann das ja vorbei sein, wollen wir mal sehen. Muss es nicht, wenn es nicht besser ist, ist aber auch eine Möglichkeit, dort die Sorgen vor Interessen zu nehmen. Jetzt denke ich, darauf muss jetzt auch Herr Ochs antworten, auf die Themen, die angesprochen sind, wo wir dann vielleicht auch Herrn Ottermann fragen, wie es jetzt im Ausschuss in Berlin weitergeht, auch mit den Forderungen aus den Ländern, dass das Kollege Weißweiler angesprochen hat, wie das sich in den nächsten Wochen darstellt. Also zunächst mal Herr Ochs, Hausärzte vertragen, ich habe nicht die Erwartung, dann könnte sie vielleicht einfach sagen, warum hat es aus Ihrer Sicht gelingen? Also der Hausärzte vertrag, den ursprünglich die alte Barmer hatte, und wir haben mit der GEK fusioniert, die hatte auch einen. Der alte Barmer-Vertrag hatte zum einen finanzielle Anreize für den Hausarzt, hatte auf der anderen Seite aber auch, um sich rezufinanzieren, denn die Anschubfinanzierung, jetzt mal losgelöst von der PSG und halt, war ja endlich, war das Ziel der Refinanzierung, dass vermehrt Generika verordnet werden und vermehrt DMP-Einschreibungen durchgeführt werden. Wenn man zu DMP steht und wir stehen zu DMP, dann muss man auch ein Interesse haben, dass eben unsere Versicherten in der entsprechenden Erkrankung sich auch einschreiben. So, wir haben toll und brav die Honorare bezahlt für die Ärzte. Wir haben uns angeschaut, was tun die Ärzte. Da waren durchaus eifrige Ärzte dabei, die auch alle Bedingungen erfüllt haben. Aber ich habe auch selbst Gespräche mit Ärzten geführt und habe gefragt, sagen wir, wir sind dem Haushaltsvertrag beigetreten. Sie haben auch sehr viele Versicherte eingeschrieben, aber sie schreiben keine DMP-Patienten ein und ihr Generika-Anteil liegt im Grunde genommen sogar noch leicht überhalb ihrem Fachgruppendurchschnitt. Das passt eigentlich nicht. Der Vertrag trägt sich eigentlich nur, wenn beide Vertragsparteien auch ihren Beitrag leisten, also wir zahlen und zur Refinanzierung der Arzt sich entsprechend verhält. Da habe ich zum Teil gehört, wenn Sie, ich lasse mich von Ihnen in meine Therapie überhaupt nicht reinreden. Sorry, das war überhaupt nicht mein Ansatz. Ich wollte eigentlich nur klar machen, dass zu einem Vertrag eben beide Vertragsparteien stehen müssen. Und das war leider kein Einzelfall. Und ich sage jetzt mal so ganz salopp, diese Veranstaltung hat uns mehr als 20 Millionen gekostet. So, und die Kassen stehen untereinander im Konkurrenzdruck und da überlegt man sich sehr lange, ob man sich so etwas nochmals leistet. Und im heutigen 73b steht klipp und klar drin, dass dadurch die Versorgung der Versicherten verbessert werden soll. So, das muss dann erstmal belegt werden. Da ist mir allerdings nur für eine kürzere Wartezeit dafür zusätzliches Geld auszugeben. Und wenn ich bei uns von 9 Millionen Versicherten rede, dann ist das eine andere Veranstaltung, selbst wenn ich nur 10 Euro mehr bezahle. Auf diesen Aspekt muss ich mal sehen. Dann ist mir das im Grunde zu wenig. Und wenn ich mal zurückdenke, wodurch kam das denn überhaupt dazu? Die alte Barmer, ich sage alte Barmer, weil es so eine Barmer Genika heißt, hat diesen Vertrag freiwillig geschlossen. Im guten Glauben an gute Vertragspartner, an die Ärzte, da gab es überhaupt noch keine zwingende Verpflichtung nach dem 73b. Der 73b, der dann der nachfolgenden Form ist doch nur gekommen, weil im Grunde genommen die Ärzteschaft in Bayern die Politik erpresst hat. Das ist doch der Fakt, daher kam es doch. Herr Hauptmann, ich möchte unmittelbar antworten, aber da etwas sagen. Also auch Sie mögen ja mit der Vergangenheit recht haben, aber ich beklage das schon, dass es im Saarland keinen einzigen Hausarztvertrag gibt. Und ich fahre durch die Republik. Ich bin der Vorsitzende der KV Telematik-Waage. Wir haben eine Schnittstelle jetzt mit dem AOK-Bundesverband, gemeinsame Schnittstelle vereinbart und berate KV'en mit AOK, mit sämtlichen Kassenvarianten und Hausarztverbänden, wie sie diese Schnittstelle für fertige Verträge implementieren. Nur im Saarland geht sowas nicht, da müssen wir uns nochmal darauf bereiten. Ja, und ich sehe sehr wohl dort Einsparmöglichkeiten durch die Implementierung in die
e.V. Also ich denke, wir werden dieses nochmal aufnehmen müssen, insbesondere weil es ja hier um die Regionalisierung geht. Wir werden also auch im Saarland intelligente Versorgungsmöglichkeiten wertschöpfen müssen, weil irgendjemand muss es halt immer bezahlen. Wenn wir in Konkurrenz treten wollen, dass ein Hausarzt sagt, wo lasse ich mich eigentlich lieber? Lasse ich mich im Saarland lieber oder in Baden-Württemberg? Und dann müssen wir auch dieses auch ausspielen und sagen, Möglichkeiten müssen wir hier auch bieten, damit es auch interessant wird. Die Hausärzte haben nun mal als allererste, die Fachärzte dann als nächstes, die freie Auswahl, wo sie hingehen können. Also da komme ich nochmal auf Sie zu, weil da gibt es sehr wohl intelligente Dinge, die auch die Aufsichtsbehörde, wir haben darüber gesprochen letzte Woche, sicherlich auch genehmigen könnte, weil man das nicht sehr wohl inzwischen nachweisen kann, wie das ist. Das greifen wir nochmal auf. Herr Lothar, wie kommt die Diskussion bei Ihnen an? Muss da auch der Gesetzgeber möglicherweise nochmal aktiv werden mit diesem Paragrafen, ich glaube 73 würde, der heißt, vielleicht etwas strenger lassen? Ja, also schon diese Verpflichtung, dass Hausarztverträge abgeschlossen werden müssen mit einer Organisation, die mehr als 50% der Ärzte in einer Region verträgt, die sollte eigentlich abgeschafft werden, weil man dafür halt an dessen Stelle sollte ein Vertragswettbewerb treten, wo dann eben auch die von Ihnen angesprochenen qualitativen Aspekte eine Rolle spielen sollten, Verbesserung der Qualität. Denn der 73 in dieser Form nützt dann in Bayern tatsächlich de facto den Bayerischen Hausärzteverband in erster Linie. Das ist vollkommen richtig. Ich möchte mal einen Takt sagen, was hält Ärzte davon ab, in die Versorgung zu gehen. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, die Dokumentations- und Verwaltungsarbeit hat wirklich stark zugenommen. Disease Management Programme, Anfragen von Krankenkassen, Briefwechsel mit den Kassenärztlichenvereinigungen. Das hat wirklich zugenommen und ist gut erfreulich. Regresse, allein die Drohung oder das Regressverfahren ist ungemein belastend. Wir haben unsere Praxis zum 1. April aufgegeben. Wir haben noch zwei Regressverfahren laufen. Aus dem Jahr 2005 und 2007. Und man ist beschäftigt damit, das Ganze aufzuarbeiten. Ich habe recht einmal beauftragt, bevor der überhaupt seinen Computer hochgefahren hat, wurde eine Rechnung von 1.500 € fällig und es handelt sich um 230.000 €. Dieses Damokliss Schwert ist halt einfach eine Belastung zu nehmen. Und der dritte Punkt ist tatsächlich auch das Honorar. Also wenn ich als Hausarzt den ganzen Tag gearbeitet habe und 2 Uhr nachts zum Patienten fahre, den ich sonst nicht so kenne, wo ich mich auch nicht so auskenne in der Nacht, die Strafe verzweifelt zu, wenn du weißt, dem geht schlecht, ich muss schnell hin. Und dann einen Patienten, dem sehr, sehr schlecht geht, in der Küche behandeln muss und dann wirklich auch schwerwiegende Entscheidungen treffen muss, die naja, zum Teil auch wirklich den Patienten sehr stark betreffen können, positiv und negativ. Und ich bekomme dann höchstens 25 € oder 32 €, dann ist das einfach nicht leistungsgerecht und nicht bezahlt. Und da denke ich, ist es wichtiger, zu mehr leistungsgerechten Honorar zu kommen. Es gab noch weitere Punkte, den Herr Meisterlager besprochen hat, die Verzahnung von ambulant und stationär, insbesondere auch in dem Bereich der Spezialisierung. Versorgung und Behandlung. Da gibt es die Forderung aus den Ländern, dass man das möglicherweise in einem eigenen Gesetz regeln soll, um da die Kostenentwicklung auch vielleicht besser halten zu können. Sie machen jetzt diese Anhörung im Bundestag, das Gesetz ist in der parlamentarischen Beratung. Sind Sie da gesprächsbereit oder sagen Sie heute, nein, also das ist ein Kernstück des geplanten Gesetzes, das weiter auf jeden Fall treffen? Also ich denke, das ist ein Problempunkt, weil man den Interessensgegensatz, wenn man so sagt, zwischen niedergelassenen Fachärzten und dem Krankenhaus gegen Ärzten irgendwie ausgleichen muss oder zusammenführen muss. Denn wenn ich die Stellungnahmen lese oder die Befürchtungen anhöre, dann hat jeder von der anderen Seite die Befürchtung, er wird über den Tisch gezogen, er bleibt auf der Strecke und da muss man zu einem Ausgleich kommen und hin zu einer Kooperation, das wäre meine Vorstellung. Also ein Weg sind dreiseitige Verträge eben zwischen Krankenhausgesellschaft, Kassenärztliche Vereinigung für die Niedergelassenen und Krankenkassen. Und ich denke, man müsste dahin kommen, die Beteiligten, so wie es im Saarland, wie ich gehört habe, schon der Fall ist, an einen Tisch, an einen roten Tisch zu bringen, um einfach Konzepte auszuarbeiten, wie ist einfach mehr Kooperation
möglich. Also das heißt, in den Fachabteilungen von Krankenhäusern tätige Fachkollegen, niedergelassene Fachärzte oder KV, auch die Kassen, dass die sich an einen Tisch setzen und überlegen, wie ist eine Kooperation möglich als kurzstationäre Behandlung oder wie auch immer. Also das, da würde ich einen Lösungsansatz sehen. Herr Jutsch hat ganz stark zu Wort gemeldet. Wie sehen Sie diese Entwicklung? Ist das eine neue Konkurrenz, die da heranwächst? Gehen Sie damit klassischen Schritt dran oder sagen Sie, das macht absolut Sinn im Sinne der Patienten und wir, die Krankenhäuser, sind auch gut dabei? Es macht absolut Sinn, den fachärztlichen klinischen Bereich damit zu integrieren. Und zwar von entscheidender Bedeutung sogar. Ich denke, dass es einige Beispiele, insbesondere aus den neuen Bundesländern, gibt, in denen die kassenärztlichen Vereinigungen und die Kliniken sehr kooperativ derartige Gedanken austesten und bereits in Teilen auch umgesetzt haben, inwieweit gerade dann im niedergelassenen Bereich eine fachärztliche Versorgung nur eingeschränkt möglich ist. Beispielsweise auch Kliniken über Institute, über Institutsambulanzen, wie Herr Mortes mit angesprochen hat, an dieser Behandlung beteiligt werden können. Also jegliche Art und jeder Weg im Rahmen einer kooperativen Zusammenarbeit, gerade diese sowohl hausärztliche wie auch fachärztliche Patientenversorgung natürlich auch in der Fläche und in den Randbereichen sicherzustellen, der muss also wirklich sehr aufmerksam geprüft werden und dann darf es an dieser Stelle auch nicht stehen bleiben, sondern man muss an dieser Stelle auch weitergehen. Ich habe allerdings noch eine Frage an den Minister, wenn ich das so einfach dargestellt habe. Herr Minister, wir haben jetzt eigentlich den ganzen Abend über den niedergelassenen Bereich gesprochen. Sie haben sicherlich Verständnis dafür, dass ich, was die Situation des Krankenhauses angeht, auch noch die eine oder andere, also ich beschränke mich eigentlich auf eine, die den anderen Kliniken und mir natürlich auf der Seele brennt. Wir haben eine Situationsveränderungsrate für 2012 von 1,98%, haben eine Reduzierung der Grundlohnsumme auf der Grundlage einer Annahme, dass die Kassen in 2011 einen Verlust von 11 Milliarden D-Mark-Euro einfahren, aber diesen großen Betrag, da denke ich immer noch in D-Mark, also 11 Milliarden Euro einfahren. Die Situation hat sich absolut gewandelt. Aus Ihrem Haus kommen die Zahlen zwischen 2,4 und unter Berücksichtigung des Pflegeförderprogramms 2,9 Milliarden Euro positiv. Im Gesetz, GKV-Fähiggesetz, ist aufgeführt, hat Ihr Vorgänger mit hineingenommen, dass es eine Möglichkeit gibt, diesen Abzug zu überdenken. Und mir wäre es natürlich, ich sage mal, das Schönste, was Sie mir heute Abend als Geschenk gegeben haben, wäre natürlich die Situation, dass Sie sich im Sinne der Kliniken überdacht haben, insbesondere unter Berücksichtigung von Tarifforderungen, die zwischen 6% und 9% liegen. Da sind 1,48% Budgetsteigerungen also absolut nicht auskömmlich. Und die zweite Ergänzungsfrage, da geht es natürlich um den Orientierungswert. Der Orientierungswert, der den Krankenhäusern eigentlich im letzten Jahr schon hätte zukommen sollen, in diesem Jahr zukommen sollen, der liegt um ein, ich behaupte einfach mal, um ein Vielfaches höher als das, was jetzt im Moment im Raum steht, als Veränderungsrate 1,48%. Vielleicht sagen Sie mir da etwas, wann wir denn endlich mit diesem Orientierungswert nach möglich ungekürzter Form rechnen können. Danke. Also zunächst einmal bin ich sehr froh, dass ich jetzt Gesundheitsminister bin in einer Situation, wo ich ein drohendes Defizit von 11 Milliarden habe. Also Herr Ochs weiß das, das war am Anfang dieser Legislaturperiode eine gewaltige Herausforderung, denn die gesetzliche Krankenversicherung hätte dieses Defizit nicht schultern können. Und wer in den Medien, meiner Kenntnis sind im Saarland nicht viele Versicherte,
bei der City-BKK gewesen, das war im Wesentlichen Hamburg und Berlin. Aber wer in den Medien das verfolgt hat, was so eine Kassenschließung mit sich bringt, der kann sich vorstellen, was bedeutet hätte, wenn wir davon sehr viele und auch große Kassen erlebt hätten, wie zum Beispiel eine Barmer mit 9 Millionen. So, deswegen mussten wir was tun, als wir das Haus übernommen haben, in dem es reingeregnet hat, im Bundesgesundheitsministerium quasi. Dafür war erforderlich, dass in erster Linie die Beitragszahler das größte schultern. Den Beitragssatz wieder auf das alte Niveau von vor der Krise 15,5 gehört. Und wir haben begrenzt die Zuwächse. Mit der Reform hat es keine Neurunden gegeben. Mit der Reform hat es keine Kürzung gegeben. Es hat keine Streichung von Leistungen gegeben für die Patienten und Versicherten. Es sind ein paar Brillenträger im Raum, sie erinnern sich an andere Reformen, wo es eigentlich immer Streichung von Leistungen gegeben hat. War ein bewusstes Signal, wir haben gesagt, ja, wir wollen in dieser Wirtschaftskrise, die Deutschland noch nicht kannte, einen Beitrag dazu leisten, Stabilität, gerade im Gesundheitswesen, denjenigen, die arbeiten, auch den Patienten. Dazu war es erforderlich, dass wir die Zuwächse bei Krankenhäusern, auch bei niedergelassenen Ärzten und Vertragszahnärzten begrenzt haben. Da war vorgesehen, als wir damals dachten, ich muss Ihnen sagen, 1,98 war damals nie erwartet worden als Zuwachs. Sondern wir haben damals Entwicklung von Migräne 0,5, 0,7 erwartet. Das war eine ganz andere Situation. Jetzt ist sie deutlich höher, das heißt nicht schon über die Erwartung. Ich kenne die Forderung der Krankenhäuser. Ich sehe die Gesetzeslage so, wie sie beschlossen worden ist. Sehe, dass die Tarifverhandlungen, die noch nicht abgeschlossen sind, in der Tat für Krankenhäuser zu deutlichen Steigerungen führen können. Wenn Sie mal eben so sagten, ich könnte hier ein Geschenk mitbringen, das sind ja mehrere Millionen, wenn nicht sogar in eine Milliarde hineingehen, das ist manch ein sein ganzes Geld. Manch ein sein ganzes Geld, so 500 Millionen. Und das mal eben hier mitzubringen und zu versprechen, kann ich nicht. Ich sehe die Finanzlage auch der gesetzlichen Krankenversicherung und der Beitragszahler nicht so, als dass wir das mal eben zurücknehmen könnten. Aber beraten müssen uns die Situation anschauen. Was den Orientierungswert angeht, ja, der stand so nicht im Gesetz, sondern es war vorgesehen, dass der Gesetzgeber verpflichtet ist, vom Statistischen Bundesamt einen Orientierungswert anzufordern, sprich, da soll berücksichtigt werden, wie es eigentlich bisher werden die Krankenhäuser, die vielleicht nicht alle damit täglich zu tun haben, bisher entwickelt sich die Krankenhausvergütung an der Entwicklung der Grundlöhne. Da aber die Krankenhäuser eine andere Kostenentwicklung haben, 60-70% der Kosten bei ihnen werden wahrscheinlich auch Personalkosten sein,